Komfortzone verlassen oder nicht? Und wenn man es nicht gewohnt ist, Komfortzone zu verlassen, dann wirst du das nicht tun. Und dann ist leider jede großartige Idee bleibt eben Idee. Und eine Art und Weise, einfach selbst mal wirklich zu gucken, wo stehst du selbst zum Beispiel, das ist das, wo wir als unsere Organisation ein bisschen da einfach die Achtsamkeit aufbringen wollen, zu sagen, wir haben alle Fantasien und wir haben alle Träume und manchmal ist notwendig, davon mal aufzustehen.